So, sehr schön. Lass mal gucken, wie sieht das hier aus mit dem Gärprozess? 96%. Das ist bald soweit. Viele werden jetzt sagen, ey, spule einfach die Zeit vor, dann hast du es gleich. Das mache ich aber nicht. Also ich werde die ganze Zeit auf Echtzeit laufen lassen. Außer in der Nacht. Da spulen wir vor, aber sonst über Tag ist die ganze Zeit Echtzeit. Wir haben auch so genügend Sachen zu tun. Da kommen wir eine Hälfte des. Oh, das Feld wird gerade, ne? Weil es ist auch schon wieder Wechsel. Stundenwechsel. Ja, ist gerade komplett durchgekommen. Das Feld 3 auch. Sehr schön. Sehr schön. Dann könnten wir eigentlich hier auch gleich den Mähdrescher draufsetzen. Jedoch brauche ich jetzt erstmal. Wie weit bist du jetzt? Du bist hier ungefähr, ne? Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich die Drillmaschine schon draufsetzen soll. Doch, komm, das machen wir. Ich habe übrigens gelesen. Und das würde auch so einige Sachen erklären. Eigentlich entsagen die Entwickler von CP, man sollte nicht mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig anhaben. Ne? Nicht gleich 10, nicht mehr als 10 Helfer gleichzeitig am Start haben. Das würde einige Probleme, die ich teilweise hatte mit den Spielen, erklären. Dass ich einfach zu viele Curseplay-Fahrer immer am Start hatte. Und die dann dafür gesorgt haben, ah ja, nee, hier. Ich mache mal ein bisschen Probleme und so. So, Versatz habe ich rausgenommen. Der ist am Drillen, das läuft. Weil jetzt haben wir nämlich auch schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leute am Start. 6 Leute. Aber ich möchte unbedingt gerne mal wieder so richtig. Aber gestern mit auf der. Oder was heißt gestern? Letzten Samstag beim Stream auf der LS Extreme. Wo ich ja 20 Fahrzeuge am Stissel hatte, das war schon sehr, sehr nice. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ist aber auch schon wieder sehr viel, ist viel zu tun, denn, ne? Dann sagt der eine hier, nee, ich habe keinen Bock mehr, dann springst du dahin. Im Grunde bist du denn nur am Fahrzeuge hin und her springen und gucken, alles klar, was passiert hier eigentlich? Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwie helfen? Kann ich irgendwo unterstützen? Und mehr macht man denn eigentlich auch gar nicht mehr großartig. Vielleicht nochmal eine neue Strecke einfahren, aber ja, dann war es das auch schon. Der ist schon fast voll, ne? Ich glaube, ich werde mit dem hier die Strecken gleich alle einfahren. Beziehungsweise wir können auch Folgendes machen. Ich mache den Anhänger einfach ab. Dann schmeißen wir die Kiste an. Dann bleibt der Anhänger hier stehen. Der Mähdrescher kann einfach reinfüllen, wenn er will. Und wir fahren die Strecke ein. Ich hoffe, der Mähdrescher wird jetzt alles los. So, wir werden nach vorne, ist ja eine Schranke. Kurz hinter der Schranke, bevor es auf die Straße geht, beenden wir dann die Aufzeichnung für dieses Stück. Für dieses kleine Stück. Können wir eigentlich für Feld 24 können wir auch gleich was anlegen. Feld 24 werde ich auch wieder, das habe ich damals auch immer gemacht. Ein Teil machen wir zum Feld, den größeren Teil, den westlichen Teil, den östlichen Teil und den westlichen Teil machen wir zur Wiese, weil. Da hinten kommst du kaum hin, das ist voll schlecht und so. Das lohnt nicht. So, hier machen wir gleich eine Pause rein. Eine Pause, einen Stopp. Und dann ist das nämlich Feld 25, ÜLW, anfangen. Passt. Dann würde ich nämlich jetzt hier auf die Straße rauffahren. Die Luzerne können wir auch. Oh, tatsächlich, er musste. Muss tatsächlich nachgefüllt werden, das hätte ich nicht gedacht. Wobei, wir werden ein Stück weiter vorfahren. Ich hatte nämlich letztens auch mal Probleme gehabt, da hatte ich das auch zu rechtwinklig gehabt. Und dann gab es gleich immer einen auf die Schnauze. Ich hätte gedacht, dass er auskommt damit, aber okay. Die Luzerne werden wir auch noch häckseln, ne? Das wollen wir auch noch machen. Aber ich habe momentan eh keine Fahrer, die abfahren könnten, also von dem her können wir uns da noch ein bisschen Zeit lassen. Mist, ich hätte gedacht, der Hürlimann kommt aus. Naja, dann kriege ich ja gleich die eine Strecke ran. Ich glaube, da müsste es eine komplette sogar geben. Oder wenn, dann patche ich da schnell die anderen Dinger mit dran und dann ist gut. Obwohl, naja, wir fahren ihn schnell selber auffüllen und dann setze ich ihn wieder drauf. Also, dran denken, auch fürs Feld, na, 19 reicht es nicht aus mit einem. Anhänger oder mit einem, ja, Anhänger, mit dem einen Satz. Die Vorratsbox
vom Düngerstreuer reicht nicht aus für das Feld. 19. So. Jetzt haben wir mal einen anständigen Satz gebildet. Formuliert. Hoffentlich. Vielleicht. So, hier gehe ich mal wieder ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Nicht, dass da gleich wieder einer den Leitpfosten hier mitnimmt, obwohl das hat ja schon jemand gemacht. Den können wir hier vorne wieder drauf auf den Hof. Ich fahre da nochmal kurz rein in die Kurve. Ich glaube, so haben wir das immer gemacht, ne? Ja. Ah, Anhänger würden ja hier noch genügend stehen, ne? Könnten wir ja noch so ein Doppelgespann fertig machen. Ich kann das jetzt ja rückwärts zurückfahren mit den Anhängern. Zack. So. Was ist denn das jetzt nochmal für ein Feldverbund? Das ist ja eigentlich der Feldverbund 15, 16. Ist das 16 da? Ja, ne? 16, 15 bis 25. Ja, nennen wir einfach so, ne? Ich glaube, dann wissen wir, worum es geht. Genau. Feld 15 bis 25 zum Hof. Zack, abgespeichert. Dann kommt der raus. Der Hühnemann muss aufgetankt werden. Aufgefüllt werden. Ich hoffe mal, dass der wird irgendwann, früher oder später, wird er quasi irgendjemandem im Weg stehen. Oh, der Sampo ist schon wieder voll und konnte nicht abladen. War der nicht gerade eben im Anhänger, als ich losgefahren bin? Ich glaube doch ja, ne? Ah, jetzt ist er im Überladepunkt. Ah, oder ist er noch an mir vorbeigefahren, der ist wahrscheinlich an mir vorbeigefahren. Also der ist vorbeigefahren, als er selber noch am Dreschen war, am Ernten war. Und er wollte gar nicht zum Überladepunkt, sondern er wollte einfach noch weiter ernten. Und ah, okay, so war das. Alles klar. Läuft. Ich glaube. Ah, ich brauche doch trotzdem zwei Fahrzeuge, ne, die abfahren. Auch wenn ich jetzt einen mit einem großen Anhänger dahin stelle, würde später trotzdem einfach der Mähdrescher stehen bleiben ständig. Oh, das ist aber ein Pissbogen gewesen, den ich da jetzt eingefahren habe. Naja, egal. Ah, diese NPC-Fahrer, ne? Können einen ganz schön auf den Sack gehen. Ich finde, die Straße ist hier schön breit. Irgendwie kommt es mir vor, als ob die Straße auf dem Landwehrkanal noch deutlich schmaler ist. Hier ist sie irgendwie schön breit, finde ich. Oder ich fahre auf der Landwehrkanal zu große Traktoren. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich blinke ja schon. Ich fahre gleich ab. So. Hier einmal rein. Und dann hatte ich ja gesagt, bei der Brücke stoppen wir und setzen. Bei der Brücke ist quasi der Übergabepunkt. Zack. Feld 15 bis 25 vom Hof. Alles klar. Die Strecke raus. Ein kleines Stück weiter vorgefahren wieder. Abfahrer rein, Tempomat rein. Auf geht's. Bubbles dazu geholt und los geht die wilde Fahrt. Können hier ein bisschen schneller fahren auf dem Feldweg, ne? 20 km/h sollten drin sein. Das sollte noch keine Schwierigkeiten machen in dem Sinne. So, jetzt sind wir wahrscheinlich schon in der dritten Folge von der Aufnahmesession und ich habe immer noch nicht eine einzige Kuh gekauft. Es tut mir leid. Wir können gleich mal 25 km/h ausgeben. Dass wir mal so ein bisschen auf Stand kommen. Obwohl, eigentlich können wir lieber alle auf einmal kaufen, ne? Ich glaube, wir kaufen alle auf einmal. Oh nein, was ist da denn los? Ja, siehst du, da ist das jetzt schon passiert, was ich mir... Fuck, da sind auch alle drin jetzt im... Obwohl... Au. Müssen wir gleich mal gucken, was da los ist. Das könnte gefährlich aussehen. Ich hoffe nicht, dass er mir jetzt gleich mit dem Grubber... Dass die Seemaschine den Grubber irgendwie überholt. Oder überholen wollte. Das wäre krass. So, hier müssen wir auch mal ein bisschen mit Kreuzungspunkten umherwerfen. Damit wir eine besonders enge Kurve hinkriegen. Und auch eine schöne Kurve. Ja, das sieht gut aus. Das ist Feld 25, ne? Ende. Feld 25. ÜLW. Ende. Alles Klärchen. Dann haben wir das reingespeichert.
Dann können wir das rausnehmen. Jetzt müssen wir erstmal kurz 25. Dann hauen wir uns nämlich Feld 25 Anfang rein. Dann fahren wir zum Hof. Dann müssen wir am Hof abladen. Und zwar ist das denn... Wo ist das Hofsilo? Da, Fahrsilo abladen. Dann ist das Feld 15 bis 25 vom Hof. Und dann brauchen wir die 25 wieder. Und zwar ÜLW Ende. Da haben wir doch alles, was wir wollen. Wir machen Beladen am Startpunkt. Wir schnappen uns den Anhänger, der mittlerweile vielleicht voll ist. Oder auch nicht. Obwohl, der sieht noch gar nicht so voll aus, ne? Nö, der sieht noch gar nicht so voll aus. Doch, der ist voll. Was hat er denn gemacht? Bisschen hin und her gesprungen, alles klar. Ich lasse ihn einfach mal abfahren. Er soll starten bei 100. Oder abfahren bei 100%. Obwohl, nee, wir machen 95. Denn hat der Mähdrescher immer noch so ein bisschen Platz. So, der fährt. Das läuft. Wir gucken uns das mal an. Das habe ich mir doch gedacht. Weil jetzt ist nämlich der Grubber schon dabei. Die Drillmaschine haut schon Saat rein, obwohl der Grubber da nochmal drüber fährt. Das ist natürlich doof. Ja, die müssen noch ein bisschen warten. Den lasse ich mal hier stehen, dass er da ein bisschen warten kann. So, Hülimann, du bist leer. Toll. Hätte ich echt nicht gedacht von dir. Hätte ich nicht gedacht von dir, dass das so schnell geht. Wir machen einfach mal auf aktuell. Dann würde er sich, dann merkt er sich nämlich den Punkt. Boah, das ist auch echt das letzte Ende, ne? Noch ein bisschen und dann wäre er durch gewesen. Das ist gar nicht mehr so viel. Schade. Alles klar, ist halt so. Kann man nichts dran ändern. Da kann man tatsächlich nichts dran ändern. Schade. Das sieht aus, als ob da Unkraut zwischen wäre, ne? Aber sowas habe ich ja hier nicht drauf. Irgendwie Unkraut oder sonst irgendwas. Mit Willen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Ich wollte gerade sagen, was dich da denn auf dem Feld. Aber kann sein, dass hier irgendwie eine neue Textur drin ist. Ich habe sehr, sehr viele Mods in letzter Zeit mal installiert, deinstalliert, hier was ausprobiert, da was ausprobiert. Es kann natürlich sein, dass da mal irgendwas hängen geblieben ist. Was denn irgendwie die Texturen verändert oder sonst irgendwas. So. Wir müssen gleich ein bisschen Holz aufladen. Ne? Ich muss auch irgendwie anfangen, so nebenbei ein bisschen Holz aufzuladen. Ansonsten kriegen wir das Holz niemals weg. Und ich kriege das Geld davon dann halt auch nicht. Oh, wisst ihr, was wir auch noch machen müssen? Oh. Wir haben ja gar keine Strecke für Silage wegschaufeln. Da müssen wir ja noch eine Strecke einstellen. Eieieiei. Obwohl das Gute ist ja, die Strecke direkt an den Trichter ran, die ist ja bekannt. Die haben wir ja Gott sei Dank schon. Die funktioniert ja auch, das können wir ja zusammen patchen. Aber wir brauchen eine Strecke, dass er über das Silo rüberfährt. Und dann halt, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Oh, oh. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, ich werde gleich mal rüberspringen. Und dann gucken wir mal, wie weit das hier mit dem Gärprozess ist. Wie weit der Gärprozess ist. Oh, Jan ist auch schon wieder voll, das ist schön. Der Mähdrescher ist immer super schnell voll mit Körnermais. Das ist echt der Wahnsinn. Der hat jetzt schon 21 Tonnen runter geholt von dem Feld, ne? Das ist echt der Wahnsinn. 21 Tonnen schon runter. Und wie viel brauchten wir für unsere Quest eigentlich? Müssen wir auch mal gleich mal gucken. Aber egal wie viel wir brauchen für die Quest, ich hätte eh keinen Trecker, mit dem ich das irgendwie wegbringen könnte. Oder? Ne, ich habe gerade keinen Trecker. Vielleicht können wir uns aber einen Ladewagen, einen Sammelwagen ausleihen für einen Tag. Vielleicht ist es nicht so teuer. Die kosten ja nur 20.000 oder so. Dann würden wir uns nämlich einen ausleihen und könnten denn damit schon, dann könnte Igor nämlich anfangen, das ganze Gras einzusammeln. Oh ja, das ist eine gute Idee. Wobei der jetzt natürlich noch ein bisschen was zu tun hat mit, mit einem Schwaden.
Guck mal, der hat schon 21.000 runtergeholt und der hat vielleicht 4 Runden gedreht. Wow. Und ist jetzt schon wieder voll. Wow. 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 So, alles klar. Hier mal gucken. Die können wir mal entlassen. Das kann raus. Dann holen wir uns jetzt Feld 10, Wiese Schwan, genau. Das ist die Strecke da hinten und dann fahren wir da mal runter. Wir können hier vorne runterfahren, ne? Ja, wir fahren hier vorne runter, dann kommen wir nämlich an den Rapsfeld vorbei. Dann kommen wir auch bei den Bienen vorbei. Wobei, warte mal. Ja. Alles klar. Ich bin immer so ein bisschen, ne, seit der letzten Geschichte, wo ich da F9 und 9 verwechselt habe miteinander, die Tasten, die beiden Tasten. Seitdem gucke ich immer, wenn ich da irgendwie was an der Minimap mache, ob da meine Aufnahme noch läuft. Wenn nicht, das wäre echt, oh fuck. Das wäre richtig scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre tatsächlich nicht so gut. So, meine Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Einschalten, Zuschalten, Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne noch ein Like da, beziehungsweise ein Abo, falls du meinen Channel noch nicht abonniert hast. So, des Weiteren findet ihr auf dieser wunderbaren Seite, jetzt auf der linken Seite, einen Link zum vorherigen Video, falls du quer eingestiegen bist. Und auf der rechten Seite findest du einen Link zur gesamten Playlist, wo du alle Folgen von dem Farming Simulator 2015 auf der Map to Rivers dir anschauen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du reingeschaut hast und wünsche dir noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.